Wir sind jetzt in unserem Hotelzimmer angekommen und das sieht schon ziemlich cool aus, ziemlich modern, also ignoriert einfach das ganze Unaufgeräumte hier von uns. Aber ein sehr bequemes, hartes Bett, kleiner Fernseher und ein Schrank und unsere Taschen und mehr braucht man eigentlich nicht. Wir sind jetzt hier im Beihai Park in Peking, direkt in der Stadtmitte. Ist echt wunderschön gestaltet. Direkt ein paar Grad kühler. Es ist echt wunderschön und uns gefällt es hier. Ich glaube, wir werden jetzt hier ein bisschen faulenzen. Wir sind jetzt wieder im Hotel. Wir waren ziemlich lange in diesem Beihai Park. Ich glaube, fast über 2 Stunden, Mama. Ja, das Ja, kann gut möglich sein. ich glaube, über 2 Stunden haben wir gerade noch Plattpfirsiche gekauft. Die sind so groß. Ich zeige euch die gleich mal. Und planen jetzt, was wir morgen machen. Und gehen jetzt auch langsam ins Bett. Es ist zwar erst 20:30 Uhr, aber wir sind beide ein bisschen platt. Und wollen uns die Kraft für morgen aufheben. Wir haben ja heute schon relativ viel gesehen dafür, dass wir nur so kurz in der Stadt waren. Jo, jetzt kommt noch das Plattpfirsich-Foto und dann sehen wir uns morgen. Platz des himmlischen Friedens. Genauso wie man ihn von den Bildern kennt. Wir haben heute echt kein Glück. Wir waren zuerst an der Bushaltestelle, wo der Bus zur chinesischen Mauer abfuhr. Nur da war eine über 1 Kilometer lange Schlange. Da dachte ich, okay, ja, fahren wir eine Haltestelle mit der U-Bahn zum Zugbahnhof. Und von dort aus wären Züge gefahren. Was stand da? Heute fahren keine Züge und der nächste Zug wäre aber um 15:42 Uhr und man könnte das Ticket um 12:42 Uhr kaufen. Das heißt, wir hätten 3 Stunden warten müssen, da hatten wir keine Lust drauf. Dann sind wir jetzt waren wir noch in so einem riesigen Einkaufszentrum. Wir sind dann zur verbotenen Stadt gefahren, sind jetzt in der verbotenen Stadt und alle 80.000 Tickets wurden heute schon ausverkauft, weshalb wir jetzt hier auch nicht rein können. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, das ist unfassbar. Es sind nur überall Menschen. Wir waren hier gerade in so einem relativ unscheinbaren Einkaufszentrum. Hier ist ein veganes Restaurant, das ist nicht nur veganes, sondern vollwertig, pflanzlich und fettarm. Und es hat PCRM-Poster, hat Bücher von Barnard und Esselstyn. Und der Typ, der das leitet, hat diesen Zertifikatkurs von Dr. Esselstyn gemacht. Richtig cool. Wir haben super gegessen. Wir gehen hier morgen nochmal in den Markt. Das Viertel ist so, das ist quasi so irgendwie, ich glaube, das ist ein bisschen das Reichenviertel von Peking. Hier ist Giorgio Armani und Hermes und so richtige Hochhäuser. Und da die Straße runter ist halt das vegane Restaurant. Da ist dieses berühmte Gebäude, das heißt, glaube ich, vom chinesischen Staatsfernsehen gehört. Dieser Winkel und überall wird nur gebaut. Das ist so unfassbar beeindruckend, wie viele Hochhäuser hier in die Luft schießen. Da, hier. Die ganze Straße. Das ist echt unfassbar. Wir sind jetzt hier gerade an Olympic Green ausgestiegen und suchen jetzt dieses berühmte Vogelnest, also dieses Olympiastadion. Ich glaube, man muss da hoch. So, da in der Ecke sieht man schon diesen Aussichtsturm und da hinten, das sieht man von mir aus nicht, ist dieses Wassersportzentrum. Ziemlich modern hier alles, ziemlich hoch. Schauen wir, ob wir da näher kommen. Ah, da sieht man jetzt die beiden Ecken. Da ist es, hinter den Ständen. Kostet 80 Yuan, um da reinzugehen, das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber wir laufen jetzt einfach ein bisschen rum. Sieht schon irgendwie cool aus.
Wir sind jetzt im Temple of Heaven. Gehen erstmal so ein bisschen durch den Park, weil wir einfach mal Lust haben, keine Menschen zu treffen. Und hier ist gerade kein Mensch. Und es ist nicht mehr so heiß wie gestern, aber die Smogwerte sind auch angestiegen. Wir laufen jetzt hier mal so ein bisschen rum. Es ist eine ganz schön gestaltete Parkfläche. So, genau das wollten wir sehen. Quasi diese Teile des Altchinas noch. Wir gehen da jetzt mal ein bisschen näher ran. Ja, da sind wir. Man kann nicht so gut erkennen, wie farbenfroh das eigentlich ist, weil, ja, bewölkt und Smog. Das ist wirklich einfach überwältigend schön. Unfassbar. Aber hier auch mal wieder unfassbar viele Touristen. Im Park war es gerade ein bisschen leerer, aber hier sind wieder jetzt viele Menschen. Und das ist ja noch sehr, sehr wenig, obwohl man hier nur Touristengruppen hat, nur chinesische Touristengruppen. Man gewöhnt sich aber irgendwie langsam dran, dass hier alles voll ist und dass man einfach nirgendwo mal irgendwie so 5 Minuten alleine ist. Die Chinesen haben jetzt auch Sommerferien, von daher ist es ja erst recht voll. Da hinten ist meine Mutter. Da.